Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Amortwurfe hier auf Steelgame Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir spielen Kapitel 3 Bedrohung aus Richtung See mit dem M1 Abrams auf Stufe 6 gegen jede Menge Achter anscheinend, weil wir haben, Achter Gegner hier. Sorry, ich bin gerade gegen das Mikrofon gedotzt. Ich hoffe, das habt ihr nicht gehört. Wir haben auch einen Fünfer dabei, der noch nicht connected ist. Also ich hoffe mal, dass das jetzt hier was wird, weil das könnte jetzt ein bisschen haarig werden. Also wenn wir jetzt hier gegen 8er und 7er antreten müssen, da können wir doch schon ganz schön schnell vielleicht eventuell auch das Zeitliche segnen. Da kommt sehr viel auf unseren Typ 99 an. Also Silver Surfer 70 sollte da mal richtig reinhauen können hier in der Runde. Und der Bradley natürlich auch. Wir werden sehen. Jo. Ich habe wieder nicht das verbesserte Paket drin, ne? Mal direkt gesichtet. Direkt zerschmettert. Und der fährt mir direkt aus dem Schussfeld. Und ist nicht mehr zu sehen. Schon wieder zerschmettert. Ja. Ich hasse diesen Ex-Panzer, den hasse ich ja echt, ne? Das ist so ein ganz kleiner Hasspanzer für mich, muss ich ehrlich sagen. Es gibt doch nicht drei Schuss drauf, null Schaden. Jedes Mal zerschmettert. Oh, jetzt ist er geplatzt. So, wo ist Leroy? Alter. Oh, ich habe ja die Schaden gemacht. Super. Das wird eine Kackrunde, wenn die schon so anfängt. Mach ich den nächsten Mal dran. So. Lass uns Leroy bekämpfen, wenn der blöde Turm da ist. Panzer-HP, panzerrechtliche Nebenmission. So. Innere den Panzer am Erreichen der Stadt. Das haben wir geschafft. So. Hey, did you see anything? Oh no! Das hört sich nicht gut an dem Funk. Könnte sein, dass da gerade einer gestorben ist. Kommen wir gar nicht durch. Ist hier unten rum. So, dann müssen wir mal den Abrams hier ein bisschen unterstützen. Aber die Runde, die fängt echt richtig scheiße an. Also, ich will ja nicht sagen, dass sie scheiße angefangen hat, aber gut war das noch nicht. Aber wir haben Leroy getötet. Und wir haben ihn getötet. Wir haben zumindest schon mal Kills abgestaubt. Oh, da haben wir auch schon mal Schaden reingesteckt. Oh, die kommt gleich 700 Schaden. Menate dabei? Nein. Okay, ich bin da angefangen. Sei mal nicht zu mutig. So. Ich bin sogar gespottet hier. Warte mal, da müssen wir mal hinten rumfahren. Guten Tag, ich bin der, der hinter dir steht. So. Das ist immer gut, ne? Wenn man hinter dem Gegner auftaucht. So. Verschossen. Also immerhin, 4 Kills haben wir schon geschafft. So, dann wollen wir das Ganze hier mal sichern. Warum hinten der nicht hinter uns hin? Was macht denn der Typ 99 denn da? Er nebelt erstmal fleißig. Keine Stelle, wo ich den Rampe richtig treffen kann. Gut, den kann man mitgeben, so. Der denn da? Hat alles kaputt? Purer, blanker Zerstörungswahn. So, wie sieht's denn mit den HP aus? Die sehen aber allen auch ganz gut aus. Das gefällt mir soweit. Dieser Punkt ist unser. So, upsala, da hinten ist noch einer. Ah, oh, was ist denn das hier? Dieses unbewegliche Teil vom Panzergenier. Da kommen noch drei Stück von ihm. So, jetzt hat er die Laser schon rausgeschmissen. Wir sind noch gar nicht so weit. Weil wir hier noch
im Infight sind. Aber dann mach doch nicht so einen Blödsinn da, du stirbst doch nur. Mann, der Sheridan ist aber auch leichtsinnig ja, mit seinem Leben umgegangen. Okay, also die Laser werden wir nicht kriegen, davon gehe ich mal nicht aus. Voila. Kannst du da hinwirken, ja? Naja, wenn du da was siehst, dann schieß drauf, aber ansonsten lass das lieber sein. Wir machen hier noch ein bisschen was kaputt. Sind kurz gesichtet, das ist natürlich nicht gut. Jetzt sehe ich den Stingray nicht, aber er fehlt mir auch nicht. So, was haben wir denn da? Da haben wir einen. Ja, ich komme doch schon. Im Laser kommen wir nicht mehr durch. Das kannst du vergessen, das schaffen wir in der Minute nicht. So, Abrams. Muss ich mal durchpfeifen hier. So. Identifizieren, Feind, Panzer, identifizieren, Feind, Panzer. So, den haben wir. Jetzt stehen wir. Haben wir die Laser gekriegt? Ja, die Laser haben wir gekriegt. Oh. Ey, ich denke, den hat er tot gemacht. Meine Herren, der braucht ja Ewigkeiten, um einen zu töten. Oh. Nimm mich mal hier ein bisschen in Sicherheit. Stirb! So. Einer ist leider schon gestorben. So, der war tot. Ganz knapp verfehlt. Was? Am Sheridan abgeprallt. Hab ich denn da wieder Munition drin gehabt? Du guck mich doch gar nicht so böse an. Na gut. So. Bin doch gar nicht so böse. So, ich drück mal 8, damit ich Munition wieder voll habe und Leben so ein bisschen was dran. Und dann kippt man das hier ganz in Ruhe durch und dann sieht eigentlich schon mal gar nicht so schlecht aus. Ja, das war erst 6 Kills, aber hat 10.000 Schaden auf der Uhr, das bin ich. Ne, 6.600 Schaden auf der Uhr. Ja, dann haben alle 10.000 auf der Uhr. Ja, ich muss sagen, ein bisschen viele Fehlschüsse. Difficult to keep all alive, yes. Ja, vor allem bei der Sheridan als Fünfer. Das war aber knapp. So. Der Heli ist mal durch. Der auch. Irgendwie ist mein Fahrzeug nicht so ganz gelängeltauglich mehr. Ich weiß auch schon warum. Der Motor ist defektiös. Hast du den erwischt? Du musst aber hart Bremsen nehmen. Dann Abrams nicht vorschieben. Also den M1A1, Abrams. Gut, der ist down. Sehr gut. Stop getting in my way. Believe me, you'd be much better off joining my army. Na ja, guck mal, da ist ein bisschen Panzerung abgefallen bei ihm. Boxen müssen weg. Okay, der ist down. Können wir das hier mal ganz getrost einnehmen. Hui. Ja, sie reiten einfach so rum. Your stubbornness will cost you dearly. It's not too late to change your mind. Mhm.
Ah, ich will sie gar nicht changing the mind. Bedrohung vernichtet. Er schmettert. Das ist halt das, ne? Wenn er eigentlich, das hätte, das müsste wirklich, naja. Das sind sichere 500 Schaden, die jetzt jemand anders macht, die bei mir wechseln, ne? What are you doing there? There's hardly anyone there. Oh, hat er mir aber noch einen auf den Pelz gebrannt hier. Stelle ich beim Schaden, ist okay. So, dann haben wir da mal die Kette weggeschossen. Bradley holt sich das Ding. Ah, haben wir einen Schrott geschossen, wollte ich gar nicht. So, war schon alles? Nein. Es geht aber ziemlich schnell diesmal, ne, die Runde, oder? Ah, das geht so. 5 Minuten. So, da wird nochmal ein Saber sichtbar, aber ich denke mal, der wird dann gleich weg sein, wenn der andere nicht wurde. Zack, da ist er weg. Oh, da weiß ich noch nicht mal, welche Stelle. Da nehme ich, glaube ich, die Stelle, wo alle drei Panzer nebeneinander waren, ne? Ich glaube, das nehme ich dann so bei 9 oder 8 oder so. Das sah eigentlich schon ganz geil aus. Das kann man von vorne ganz gut fotografieren. Gut. Nö, könnt ihr ja gerne mal hinfahren. Ich bleib erstmal hier stehen. Weil die 27 Sekunden. Gut, ist jetzt nicht mehr allzu viel Action dann, aber. Man muss ja nicht, man muss es nicht herausfordern, dass noch wieder einer stirbt oder sowas. Sieht's aus mit dem Schaden? Naja, 10.000, 3.000 ist weg. Okay, jetzt holen die sich dann noch ein bisschen was. Da kriegen wir nichts mehr von ab. Das töten die da einfach mal weg. Oh ja, Typ 99 holt sich nochmal ordentlich einen rein. Das wäre ja lustig, wenn genau er derjenige ist, der noch platzt, ne? Naja, gut. Da sind die Flieger. Da sind die Schiffe kaputt. Und unsere Truppen können alle landen. Damn, it's Claiborne Industries sweep team. They won't be leaving anybody alive. What have you done? Und wir sehen uns in dem nächsten Krieg wieder. Ich denke mal, dass wir dann jetzt diese Runde, wenn wir durchaus auch nochmal machen, nett. Mit dem Challenger, auch wenn mir den gar nicht so gefällt, aber Challenger 2, ne? Den Siemer, dann müssen wir auch durchspielen noch. Damit wir da auch den 8er quasi freischalten. Ich habe gar nicht genügend Geld dafür, um alle Panzer mal zu kaufen, die ich dann hätte, ne? Müsste man vielleicht auch mal so ein bisschen über die Ökonomie des Spiels sich Gedanken machen, damit man da ein bisschen mehr Geld hat oder ein bisschen mehr Geld kommt oder halt eben mit Premium-Panzern fahren. Oder vielleicht noch den einen oder anderen 8er Premium sich zulegen. Hab schon mal geguckt, so ein 8er TD wäre auch nicht schlecht, damit ich hier das Ding nochmal mit TD machen kann, ein paar Runden. Damit man da diese ganzen Bonus-Dinger noch mitnimmt. Ich persönlich will ja das erstmal erreichen, dass ich mit Main Battle Tanks das Ding, genau, neuer Erfolg, Kampfplatz an der Kabarik 2. Und dann möchte ich ganz gerne 3 haben, weil da kriegt man dann nämlich 3 Millionen Geld quasi, wenn man diesen Erfolg, der hier unten ist. Gerade, ne? Wie ihr seht, wenn man den auf Stufe 3 hat, also 10-mal das ganze Ding mit den Panzern gewonnen hat, mit Main Battle Tanks, oh, ja, ist noch ein bisschen hin. 5-mal haben wir es jetzt. Gut, wir haben 13.000 EPs gekriegt, wir haben 321.000 Kohle gekriegt. Das freut mich sehr. In der Teamleistung stehen wir trotz dessen ziemlich weit unten, aber als 6er Panzer, sage ich mal, in dem Gefecht zurecht. Ich habe halt einfach nicht den Alpha und muss. Also, ich sag mal so, der Bradley, oder beziehungsweise der hier, der hat wahrscheinlich genauso viel Schuss ins Ziel gebracht wie ich, hat aber mehr Schaden dadurch gemacht, ne?
Weil er einfach einen höheren Alpha hat. Einen geringfügig höheren. Oder beziehungsweise Damage per Second. Und hier sehen wir dann noch die ganzen Bonis, die wir da haben. Und da haben wir hier mal durch Insignien natürlich nochmal 25% oben drauf gekriegt. Das war mir persönlich nochmal wichtig zu erwähnen. Gut, das war jetzt erstmal die letzte Runde mit dem Abrams hier in dieser Schlacht. Und wir sehen uns morgen wieder mit einem anderen Panzer. Ich denke mal, vielleicht eventuell sogar mit Kapitel 1 wieder. In diesem Sinne, tschüss.